komplett dir durchzieht. Also jetzt füllt er natürlich erst über ein, weil ich den jetzt einfach nur voll laufen lassen will. Das ist jetzt nicht so schlimm, weil die ja noch nicht programmiert sind. Energy Pipes, die haben wir hier vorne, das ist gut. Und die arbeiten zusammen. Ey, ich krieg. Das ist ja immer geiler. Vielmal mit wie vielen Mods alles zusammenarbeitet. Insert natürlich, mein Herr. Insert. Viele programmieren es nicht, weil es manchmal nicht viel ausmacht, wie hier zum Beispiel. Er produziert keinen Strom. Aber ich bin so eher gerne auf eine Nummer sicher gehen. Ich gucke mir auch Let's Plays an. Muss er dann halt jetzt mit dem ME das machen. Wow, okay, er macht viel. Mit dem ME machen und dann packen sie da immer mehr und mehr Channels drauf auf ein Kabel und irgendwann denken sie, Maschine funktioniert nicht mehr. Ja, ich habe keine Channels mehr. Und wo ist dann halt der Brennpunkt in dieser Sache? Also fange ich für ein neues Projekt, neuen Channel an. Und das sollte halt auch so laufen. Jetzt kommt die 4 wieder in Einsatz. Mit den Iron. Hier oben natürlich ein goldenes, weil wir brauchen ja nicht so viel überall Iron nutzen. Haben wir aber eigentlich genug. Unser gutes Werkzeug. Moment, fackeln brauche ich gerade nicht. In die Richtung. Die Richtung, okay. Pulsierendes Ore-Gate. Schau auf die Uhr. Ich muss gerade sagen, ich bin gerade ganz. Man kann hier richtig viel machen. Weil. Ihr habt ja gerade gesehen, der kann das von allen Seiten machen. Wenn das von allen Seiten kann, kann überall ein Ding dran. Und die Programmierung kann noch schwerer werden. Die kann mehrere Funktionen machen. Das ist natürlich geil. Hallo Enderman da unten. Jetzt kommt das mit den Tanks. Das wird eine harte Sache. Können wir hier direkt hier anschließen. So, Tank. Ich hasse das mit dem Fliegen. Hallo. Hallo. Danke. Ich brauche ein paar mehr. Ich brauche... 141 habe ich genommen. Okay. Also um zu verstehen, ist 141 ist ein Block. Beziehungsweise eine Reihe für Anzeige leer. 4 Reihen für Anzeige halb voll, damit ich halt eine riesen Spanne habe. Und eine Anzeige für voll. Wenn der Ding erreicht hat, ist das Ding voll. Und ich glaube, das kriegen wir auch hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Hier ist leer. Da ist gefüllt. Und da ist dann das. Ist ja die Frage, lassen wir es von oben. Machen wir den Tank von oben. Dann müssen wir die Funktion andersrum machen. Das ist ja jetzt noch machbar. Das heißt, der tauscht mit dem. Und der tausche ich auch aus. Ich fülle es von oben. Damit ich immer oben den konstanten Fluss habe. So. Wieder umprogrammieren. In die Richtung. In die Richtung. In die Richtung. Okay. Ihr seht, voll. Alles ist voll, das heißt, ich habe erstmal, ich kann nachher programmieren. Also ganz easy, ich glaube, das machen wir, schaffen wir alles in der nächsten Folge. Vielleicht noch jetzt noch in der hier. Tanks, ah ne, die brauche ich noch. Jetzt habe ich, jetzt muss nämlich, nachher kommt noch ein kleiner Tank hin, der mir nachher den Füllstand und den Generatorabschaltung macht, weil ich einen Generator noch schalten werde über das Öl. Wenn der natürlich viel Speicher hat. Jetzt ist die Frage, machen, ziehen wir den... 1, 2, 3, 4, das würde eine... Ich glaube, das machen wir sogar.
Der kleine Zusatztank, der dieses Abschalten und den Füllstand generiert, wird ein halbierter. Ich habe das aufgeschrieben, das ist der lange. Also die Hälfte der Größe von dem normalen Tank bildet den erreichten Füllstand der Maschine sowie die Generatorabschaltung. Und den habe ich im zweiten Ding angebaut. Der wäre. Hallo, wäre hier. Da habe ich den reingebaut. Den Füllstandsanzeiger. Der natürlich Extract macht. Und hier mir einen Füllstand anzeigt, der über einen 2x2 Block läuft. Da ich den. Ich halbiere zum Beispiel das System. Also von der Höhe von das. Ich müsste jetzt eigentlich dreimal machen, aber das reicht. Zwei reicht. Brauche nicht so viel machen. Also um zu klarzustellen, dass ich Steine erstmal aus dem Inventar schmeiße. Dieser Tank ist nur Zwischenspeicher. Damit ich das regulieren kann, wo ich mitarbeiten kann. Da wären noch Pipes nachher hinterhergekommen. Die ist hier noch weitergeführt. Dieser kleine Tank hier, der sich danach auffüllt, wenn er hier erreicht hat, zeigt mir, ich kann die Maschine anschalten bzw. abschalten. Weil wenn der hier leer ist, dieser kleine Tank leer ist, weil er von hier nichts mehr kriegt, schaltet er ab. Solange ich hier noch fröhlich weiter laufen habe, diesen Tank, kann ich den Kessel füllen damit. Kommt er in diese Reihe an, beziehungsweise dahin, dann sagt er natürlich, Tank ist leer. Kommt nachher die Anzeige von hier, die Meldung, ich kriege keinen mehr rüber, landet nachher auf dieser Funktion, weil er nichts mehr rüber kriegt, schaltet mir die Maschine ab, beziehungsweise pumpt nichts mehr rüber. Es ist ziemlich krass, also wenn es dann aufgebaut ist, ist es ein bisschen einfacher. Zu Verständnis. Also wenn es aufgebaut ist, ist es ganz einfach, weil der nur regulieren soll. Deswegen ist es ein Reguliermechanismus für mich. Deswegen. Wenn es aufgebaut ist, ist es einfacher zu erklären, dann sieht man es auch. Ist das eigentlich Kerosin? Kerosin. Ach, mit K. Benzin glaube ich auch nicht, ne? Gucken wir es mal bei Oil. Zieht Oil. Fuel. Fuel ist es. Fuel und dann kann man dann. Genau, Fuel. Das blinkt ja da die ganze Zeit. Irgendwann gab es doch. Da, Brandtime. 52.000. Der nachher in den Liquid Fuel hier rein soll, also in den. Liquid Fueled Boiler Firebox. Da soll er nachher mitarbeiten. Zeigt auch kein Brennsystem an, ne? Okay. Rocket Fuel. Biofuel. Okay, das Biofuel kommt durch den Biogenerator. Der, glaube ich, ganz Karotten und so reinwürfelt und sich da Bio herstellt. Und das dann halt lila ist. Sieht ein bisschen komisch aus, aber funktioniert auch, damit habe ich das schon gemacht. Formen und Leuchten. Rote, gelbe, grüne Leuchten. Rote, gelbe, grüne Leuchten. Ja, die brauchen wir jetzt. Lamps. Dauerhaft an, dauerhaft aus. Das ist, glaube ich, ein Inverted, ne? Oder ist das nur eine Lamp? Ich komme da jetzt auch nicht dran. Doch, ich komme da doch nicht, wenn ich mal eben offen mache. Das ist eine Lamp. Aber eine ganz einfache Lamp, okay. Die geht nur an, wenn ich das Signal ausmache, sonst ist sie dauerhaft an. Dann machen wir Inverted. Inverted Lamps, glaube ich. Okay, ich habe keine Glasscheiben mehr, das ist schon mal Shit. Okay, ein Stack reicht. Eine grüne. Kein gelbes Zeug.
Eine gelbe. Jetzt können wir noch gucken, dass wir rot haben. Auch noch was. Okay, eine rote und eine gelbe. Ja, es hätte auch, es hätte noch zwei gereicht. Also rot und grün, aber ich finde es halt.